handelt auch von einem Besucher. Und auch wieder ist es bei Graf oder Gräfin in der Burg, aber dieses Mal ist der Besucher ein besonderer. Es ist Ami. Ami, das ist ein Wanderer. Und Ami, das ist einer, der es macht wie der Robin Hood. Der nimmt den Reichen und schenkt den Armen. Allerdings nicht mit dem Schwert, sondern mit Köpfchen und List. Und so kam Ami auch eines Tages an eine prächtig geschmückte Burg. Das Dach war mit Gold geplättet und leuchtete weit in der Sonne. Und rechts und links waren silberne Kugeln, die das Übrige taten. Die Burg war stabil und fest und groß gebaut. Das Tor war aus feinster, kräftiger Eiche und mit wunderbarem Blattwerk verschmiedet, da auch herrlich. Die Wache davor hatte edle Seide an. Und auch Schwert und Lanze glänzten in der Sonne und waren neu und frisch poliert. Das musste ein reicher Herr sagen. Und so kam nun der Ami und fragte die Wache, ob sie nicht vielleicht ein kleines Schaflein geben wollte für die Armen. Er würde für ein Armenhaus in der Nähe sammeln. Ja, sehr gern tue ich dies, sagt die Wache, und greift an den Geldbeutel und nimmt eine kleine Münze heraus, was er sich nun eben leisten kann. Und dann sagt sie, ja, aber vielleicht geht ihr besser noch in den Palast hinein. Der Graf ist nicht da, aber die Gräfin, die wird euch vielleicht noch mehr geben können als ich, der ich nur ein kleines Salär habe. Danke, dass sie mich hindurchlassen. Ja, so geht er nun also in den Thronsaal hinein und dort sitzt die Gräfin auf einem prächtigen, geschmückten Thron. Ihr Diadem ist mit Perlen geschmückt. Ja, und sie lässt sich gerade eben von einem Geschichtenerzähler etwas lautstark erzählen. Und deswegen bittet sie die Kindlein, ein bisschen ruhig zu sein, die dort oben spielen. Ja, aber als der Ami hineinkommt, muss der Geschichtenerzähler schweigen. Und die Gräfin fragt nun also, Ami, sag, ich habe von dir schon gehört, was kann ich für dich tun? Nun, liebe Gräfin, ich sammle für ein Waisenhaus, ein Armenhaus hier in der Nähe und ich wollte euch fragen, ob ihr nicht vielleicht auch ein Schaflein abgeben könnt. Ein bisschen Geld vielleicht oder etwas zu essen oder zu trinken. Ach je, da erwischst du mich jetzt auf dem ganz falschen Fuß, liebe Ami. Und sie dreht ihren goldenen Ring, den mit den Smaragden und den Rubinen besetzten, ganz aufgeregt hin und her. Ja, weißt du, die letzte Ernte, die war doch so schlecht. Ach ja, die Geldtruhe ist fast leer. Ja, wir müssen auch darben heutzutage. Die Zeiten sind schlecht geworden. So kann ich dir leider nicht viel geben. Ich habe noch einen alten Ballen Seide. Er ist etwas löchrig leider. Aber den will ich dir gerne mitgeben. Vielleicht kannst du diesen zu Geld machen. Oder die Armen können sich damit etwas schneiden. So will ich ihn nehmen, sagt Ami, und der liebe Gott wird sich auch darüber freuen. Und wenn nicht, wird er uns bestimmt ein Zeichen geben. Ja, so ist es, sagt die Gräfin. Der Ami nimmt also den Ballenstoff und wartet noch einen Moment. Aber die Gräfin lächelt nun huldvoll und zupft sich ihr Gewand zurecht. Und daraufhin geht der Ami. Worauf hat er gewartet? Nun, wie ist es bei euch zu Hause, wenn die Gäste kommen? Bietet ihr den Gästen vielleicht etwas zu trinken an? Nun? Natürlich. Ihr nickt. Natürlich, sagt ihr. So ist es altes Gastrecht schon seit dem Mittelalter. Und wenn die Gäste länger bleiben, bekommen sie bei euch auch etwas zu essen? Nun? Mhm. Auch. So ist es auch recht. Bis zu 3 Tage durfte man damals sogar bleiben. Ja, und nach 3 Tagen, da galt ein anderer Spruch, der auch aus der Zeit stammt. Gäste und Fisch sind gleich. Nach 3 Tagen stinken sie. Aber nicht mal eine Stunde war jetzt der Ami bei der Gräfin. Nicht mal etwas zu trinken, nichts zu essen hat er bekommen. Sie hat es ihm noch nicht mal angeboten. Die
Käfer war furchtbar geizig. Nun aber der Mäh lässt sich nichts anmerken, nimmt den Ballenstoff und geht von dannen, geht aus der Burg heraus und geht wieder auf Wanderschaft. Und da er nichts zu essen und zu trinken bekommen hat, beschließt er nun selbst nach einer Weile eine Pause zu machen. Entzündet ein kleines Feuer, setzt sich an das Feuer heran und möchte sich etwas braten. Derweil kommt der Graf wieder zurück mit einem prächtigen Ross. Auch das ist mit Seide behängt und die Zügel sind geschmückt mit Elfenbein. Und so reist er in den Burghof hinein und es kommen gleich drei Knechte heran. Einer hält die Zügel, der zweite den Steigbügel, auf das er besser herunterkommt. Der dritte ist nur dazu da, auf die anderen beiden aufzupassen. Und so steigt er herab und geht sofort in den Thronsaal hinein. Ach, Gräfin, meine Liebe! Die Jagd war wieder erfolgreich. Zwei Hirschen, drei Wildschweine und viele Vöglein. Das wird ein Festmahl heute Abend werden. Ach, herrlich, wie war denn dein Tag? Na ja, ich habe Besuch gehabt, aber es war nur der Ami, du weißt, dieser Wanderprediger, der hier durch die Lande zieht und bettelt. Ah, Bettelvolk, hast du ihm etwa etwas gegeben? Ja, was sollte ich tun? Wir haben doch noch diesen alten, fleckigen Ball in Seide. Den habe ich ihm geschenkt. Was? Den guten Ball? Da hätten wir doch noch ordentlich etwas mitmachen können. Du bist wieder viel zu großzügig gewesen. Lass mich schnell hinterherreiten und es wieder gut machen. Ich komme gleich wieder. Und so läuft er heraus. Das Pferd ist noch nicht abgezäumt und er setzt sich gleich darauf und reitet also schnell hinterher. Ja, und der Ami sieht nun am Feuer sitzen von Ferne wie ein blinkendes, leuchtendes Etwas, das überprächtig geschmückte Pferd mitsamt dem Grafen obendrauf näher kommt. Und er sieht auch, dass es schnell näher kommt. Und so denkt er sich auch seinen Teil und nimmt nun etwas und steckt es tief in diesen Ballen hinein. Was möchte ich euch noch nicht verraten? Und so setzt er sich wieder an sein Feuer und macht, als ob er sich Essen machen wollte. Und da kommt er schon heran. Ihr! Seid ihr der Ami? Na, Herr. Ami, ihr wart gerade bei meiner lieben Frau, der Gräfin, zu Gast und sie hat euch versehentlich einen kostbaren Seidenball geschickt. Der ist für den Papst gedacht gewesen. Jetzt lügt er auch. Aha, sagt der Ami. Ja, wenn das so ist. So, nehmt ihn doch gerne wieder. Hab Dank, ihr sollt auch etwas dafür bekommen. Ja, der Graf öffnet nun seine Geldkatze und sucht lange darin herum. Er sucht und sucht, bis er eine kleine Kupfermünze findet. Und die wirft er nun dem Ami hin. Er ist noch geiziger als die Gräfin. Aber der Ami, der nimmt nun statt den Ball, die Münze und sagt nun, der liebe Gott wird sich auch darüber freuen, dass ihr es den Armen gebt. Und wenn nicht, wird er bestimmt ein Zeichen geben. Ja, ja, genau, sagt der Graf. Das wird es schon machen. So gehabt ich denn wohl. Und er klemmt sich den schönen Ballenseiden unter den Arm. Ach, und es ist ein warmer Tag. Und diese Seide ist noch so wunderbar kühl auf der Haut an so warmen Tagen. Ja, und jetzt einer gewissen Zeit stellt er aber fest, dass auch Seide sehr warm werden kann. Und so wechselt er den Arm. Aber auch dort wird es unangenehm heiß. Und wo er wieder wechseln will, da sieht er plötzlich eine Rauchwolke aufsteigen. Und noch eine. Was ist denn das? Und da eine Flamme. Die Seide fängt an zu brennen. Lichterloh brennt sie. Das Pferd steigt auf und lauter Schrecken wirft den Grafen fast ab. Und da liegt nun das brennende Bündel. Wie kann denn das sein, dass die Seide plötzlich anfängt zu brennen? Hat nicht der Ami vorhin gesagt, dass der liebe Gott ein Zeichen geben wird, wenn ihm das nicht gefällt? Oh weh, das ist bestimmt ein göttlicher Blitz gewesen, der die Seide angezündet hat. Oh. Schnell springt er vom Pferd runter, auf dass der nächste Blitz nicht ihn trifft. Ach, was mache ich nur? Wie kann ich es wieder gut machen? Ich werde schnell zum Ami zurückgehen und ihn einladen. Ja, und das tut der Graf auch. Er rennt mit dem Pferd an der Hand zum Ami zurück und fällt vor ihm nieder. Ami, bitte,
Ich war ungerecht zu euch. Ich habe den Ball im Seil leider verloren, aber ich habe ganz vergessen, euch einzuladen. Steigt doch auf mein Pferd. Da sitzt ihr schön weit oben über mir. Und ich werde euch schnell zur Burg führen. Und da sollt ihr noch etwas zu essen und zu trinken kriegen. Hat meine Frau ganz vergessen. Ja, und so sitzt also der nun auf dem prächtigen Pferd. Er, der Arme, und der Reiche führt ihn. Und führt ihn also in die Burg hinein. Und dort gibt es das beste Essen und Trinken, was der mir jemals bekommen hat. Und dann soll er doch noch übernachten, wenn er will, sogar 3 Tage. Ah, danke. Nach der ersten Nacht im feinen, samtenen Kissen, so verabschiedet er sich wieder und kriegt zum Abschied nicht etwa etwas Fleckiges, sondern einen kostbaren Goldbrokat. Damit geht er nun aus der Burg heraus und lächelt verschwiegen und sagt zu sich, wie gut, dass ich zur rechten Zeit das Stückchen glühende Kohle in den Ballen hineingedrückt habe. So wurden, glaube ich, gerade 2 vom Geiz geheilt. Auch diese Geschichte ist vom Stricker mit dem Pfaffami auch um 1130 herum aufgeschrieben und als 2. und letzte Geschichte in dieser Runde von Knut zum Haufen erzählt. Hab Dank. Ja, danke. Weder ein Armer noch ein Reicher, aber wenn ihr mir gerne etwas in meinen Duppen werfen wollt, wenn es euch gefallen hat, ob Kupfermünze oder Gold, ich freue mich über alles. Hab Dank. Und darf euch bitten, gleich wieder in den Palast, in den Hauptsaal zu folgen. Danach geht es jetzt gleich mit Tilonius und mir weiter.